So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, beziehungsweise es ist wieder Zeit für, ich habe einen ganz roten Mund. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Ich habe immer noch einen roten Mund, aber egal. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und weil heute Mittwoch ist, gab es heute wieder ein WrestleCrate UK Unboxing für die Wrestling-Fans. Guckt mal vor das Video. Heute Abend Raw für die Wrestling-Fans. Guckt mal nach das Video. Und dann noch Perle, Giratina, Shiny Hunting. Und dann ist natürlich auch noch die Raid-Stunde, 18 Uhr heute. Die Raid-Mania machen wir ja immer draus, wo ihr mich wieder einladen könnt. Wenn ihr mit mir befreundet seid, in meiner Liste seid, unterwegs seid, mit Freunden seid und wir Kiyure machen. Andernfalls gab es am Wochenende ja wieder Kyurem Raids für Zuschauer. Wird vielleicht dann nächstes Wochenende, je nachdem, wie, wo, was oder auch nicht, weiß ich nicht. Habe ich gar nicht auf dem Plan. Vielleicht auch nicht wegen Jahreswechsel und dann ist es irgendwie hinfällig. Ansonsten nutzt die Raid-Gruppe, denn die ist eh tot. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Jojo angekommen. Der hat nämlich bei der Verlosung mitgemacht von den 4-Bro-Limonaden, beziehungsweise eigentlich hat er ja gar nicht gewonnen. Aber ich habe aus Spaß nochmal weitergezogen. Und dann kam Jojo und Jojo hat an dem Tag Geburtstag und habe ich gesagt, komm, kriegst du einfach auch noch welche. So einfach ist das. Ist bei ihm angekommen, ich habe ihm noch eine CD reingepackt von mir, fand er auf jeden Fall sehr cool. Pet Shop Boy dann hier hat sich das 100% Shiny Kyurem gegönnt. Auch feine Sache, der als Shiny sieht auf jeden Fall richtig böse aus. Finde ich richtig genial, dieses Shiny, ne? Wirkt einfach kräftiger und gefährlicher und passt einfach mehr dazu. Da hätte ich lieber auch einen Shiny 100er. Bei Terrakium ist es wieder was anderes. Der sieht ja aus wie ein Zirkusclown. Henry Nicky gerade gefangen hier, 100er Seemobs. Da ist es endlich. Shiny Pikachu auch beim Henry Nicky. Drarek, was beim Brüten von den Australiern hier ankommt, ne? 100% Frigometri, also diese Schneeflocke, die wir ja am Montag gemaxt haben, beim Max Out Monday. Bye-bye-bye. Dann Genaya mit einem Shiny Glaciola, worauf wir auch alle scharf waren, wo wir auch eins verlost haben jetzt am Montag. Da gab es auch wieder, das war total lustig. So. Aluhut hier mit einem Shiny Lapras noch, was auch einigen fehlt. Gibt's aber eigentlich schon seit Ewigkeiten. Hat auch seine Lapras Raid Day extra, also Skandalpara ist dann schon Weihnachten, ne? 100% Glücks Gelatini, das durch einen Tausch bekommen, finde ich also immer fein, nehme ich mal mit rein. Julchen, bestes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten, ein selbst gehäkeltes Pikachu, vielen Dank. L.A. steht ja nur noch da, die anderen Buchstaben sind nämlich weg. Lustiges Beruferaten, ist das jetzt Lena, Luna, Lisa, Luca? Lapskaus, ich weiß es nicht. Das, auf jeden Fall, ich habe hier so viele Namen geschrieben und jetzt fallen mir keine mehr ein. Dann von Maro habe ich ein Bild aus der Fangruppe mal rausgenommen, weil ich das so toll fand. Frohe Weihnachten wünsche ich dir. Alter, wir haben Heiligabend, Weihnachten ist morgen. Meine Fresse, kann ich dir nicht einfach eine schöne Weihnachtszeit wünschen? Das Meme von den beiden ist so genial und es gibt so viele davon. Danke dir und auch an Fritz, sagt Genaya, denn die hat ja ein Paket vom Fritz bekommen. Ich habe da nochmal Nudeln mit reingelegt. Ist auch angekommen. Sieht sehr gut aus. Bier Benny läuft heute hier. Zwei Shiny Kyurem nacheinander aus dem Raid gezogen. Master Gossi gerade aus dem Ei geschlüpft. Auch ein Shiny Galaflampion, wo wir gestern wieder Raids gemacht haben. Und ich eins für euch extra auch nochmal gefangen habe, was wir auch verlosen werden. Voraussichtlich morgen dann das Gewinnspiel-Video, denke ich mal. K-Joker hier. Wenn man sich nicht entscheiden kann, nimmt man das 100er oder das Shiny? Das 100er oder das Shiny? Man drückt einfach beides. 100er, Shiny, warum auch nicht? Feine Sache. Hannes zeigt uns seine schwarzen Eier. So sehen meine Eier aus. Wie sehen eure Eier aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Fan-Raid Go AMK hier, der Heiko, na endlich. Ich weiß nicht, was die 55 heißt. Das, der 55. Was ist das? Bevor ich spekuliere, ein Shiny Seemobs mit Schal, dann Fanraid Go AMK, das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein.
durch einen Lucky Trade mit Alina erhalten. Ein 100% Lux Shiny Kapuno. Richtig stark, oder? Wieso ist das nicht der Schocker der Woche? Shinaya aus Langeweile mal ein Vulpix Raid gemacht, dann das Shiny bekommen. Aluhut hier auch Shiny Flampion bekommen. Dann bin ich mit dem Dennis aufgestiegen zu Glücksfreunde, haben auch einen Tausch gemacht. Toxic, Shiny mit meinem Geburtsjahr, was auch das Geburtsjahr von Pokémon ist, ne? Jurem hier am Geburtstagsjahr. Bier Benny, 100% Flampion. Fanraid, Go AMK, wo sag ich nicht einfach Heiko? Heiko mit dem zweiten Shiny Flampion dabei. Extrem mit dem 100% Galapantimos in Lucky. Das ist auf jeden Fall auch eine Seltenheit, gibt's ja nicht wild, ist also selten, da ein 100er ist schon krass und ihr werdet sehen, ich habe so viele Leute dabei, die trotzdem ein 100er Pandimos jetzt haben von Gala oder ein Pandifrost. Ich dachte, als Thomas mir das geschickt hat, oh mein Gott, Schocker der Woche, aber extrem, der toppt das ja sogar noch und das ist nicht der letzte. Tauschen statt wegwerfen lohnt sich meistens. Skandalpaare hier auch 100% Arctip gegönnt. Dann Bier Benny Jackpot hier auch 100% Keilriem. Patsch 100% Keilriem. Meiner ist aus Raids für Zuschauer. Danke Ramses, auch hier dabei. Simply Camora, danke dafür. Rams ist neu in unsere Gruppe gekommen. Hat ein Raid mitgemacht, direkt Shiny bekommen. Bobserob, Shiny Vulpix hier, Master Gossi 100% Vulpix, gerade aus dem Raid bekommen. Aluhut 100% Shiny Vulpix, seht ihr den Unterschied? Normal, Shiny, normal, Shiny, normal, Shiny. Ja, dann Bioshanga, verdankt dem Albert Giant, auch ein Shiny Keilriemen 1997, da wird es schon jünger. Dann iScorpions, er zeigt uns, müsst ihr mal von unten nach oben gucken. Und da ist das Ding, wuhu, erst zwei, ihr seht zwei Stops rechts, dann drei, weil links oben der dazu kam und jetzt vier, weil ganz weit am Ende der Straße ist jetzt noch einer, also. Wer nicht hat, der könnte ja eigentlich noch, ne, so muss man das machen, also so muss man das nicht machen, so sollte man das nicht machen. Seid ehrlich, spielt fair oder macht einfach was ihr wollt, aber gewusst wie, sag ich mal, viele fotografieren einfach nur ein Mettbrötchen im Kühlschrank und sagen, warum wird das denn kein Stop? Das ist doch einzigartig. Ich habe nämlich nur dieses eine im Kühlschrank liegen. Das ist kompletter Schwachsinn. Gerade bekommen Shinaya hier auch 100%, sondern Coolidita nur in Gelb wäre noch besser. 100% Riolu, da bin ich neidisch drauf. Henry Nicky gräbt den Gatten um. Dankeschön, Hannes, hier mit dem Spaten, 2488. Die Kekslot, Glückstausch hat gegönnt, 100% Shiny Glücksformeo, auch richtig brutal. Hier das Bild vom Thomas mit dem Pandifrost, ne? Was er wohl gemaxt hat oder irgendwas, weiß ich nicht, denn der ist hier auf, okay, egal. Der sieht auf jeden Fall, zum Glück hat der Thomas das entwickelt zu Pandifrost, so sieht's nämlich aus wie der Pringelsmann. Guckt euch doch den Bart an und schon sieht's aus wie Thomas. Finde ich cool. Drache, kleiner Account, hier auch Shiny Flampion. Chef ist das Spiel die ganze Zeit abgekackt. Dann Spiel zurück, läuft das Spiel, ne? Und dann bauen die sich da. Also schöne Perspektive, also das sieht richtig gut aus. Bioshanga hier auch nochmal. Shiny Flampion im Stream hier. Shiny Samurzel mitgenommen. Dann der Jason Meyer, die Mischung aus Jason Voorhees und Michael Myers. Ramses für Raider Mittwoch-Folge von ein Rübel-Pokestopp bekommen, ein Nuller-Krypto-Austoss. Einmal mit reingenommen, sieht halt gut aus, ist halt Entwicklung direkt, finde ich gut. Dann Schäfe24, die C-Day Shiny spare ich mir, aber dank Hannes und unserer Raid-Gruppe sprang das heraus. Liebe Grüße Schäfe24 mit dem 100er Keilriem und immerhin ein zweites 100er aus dem Raid mit Thomas. Auch wieder Schäfe24 hier, 17er und 22er, der hat so gleich 200er Keilriemen gezogen. Lost Lift zeigt seine Ausbeute, für mich endlich mal wieder eine gute Woche. Fast alles bekommen, was ich haben wollte, außer Damiaplex. Also Schnäppkes 2 dabei, Pikachus dabei. Hier, finally, the Bodogil has come back to home. Ja, Pikachu haben wir schon, Seemobs, Petsneef, also alles dabei hier auch. Hier auf der anderen Seite nochmal Schneebedeck, Schnäppke nochmal, also ja, man kann es nicht mehr sehen. Burkhard hier, auch 100% Riolu, aber als Glücks, feine Sache.
Burkhardt, ne, der einmal links, einmal rechts, in der Mitte 6, hier 1994, es wird wieder älter. Selal, 100er Dummiesel, Shiny Damir Black, Shiny Schnäppke, wieder mal unser Meme. Frohe Weihnachten, hier ist dein Geschenk. Wir haben gesagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Was ist das Problem? Ich hab doch Socken für dich. Aber ich hab jetzt gar nichts für dich. Ah, die Socken haben auch nur symbolischen Wert, ne? Dann mach gefälligst das Preisschild runter. Immer ganz normal. Pflanze Katzenminze, um Mücken loszuwerden. Also wer Probleme mit Mücken hat, baut Pflanzenminze an. Und sieht gut aus auf jeden Fall. Da würde ich mich gerne dazulegen. Das fand ich auch richtig toll. Das musste ich auch unbedingt mit reinnehmen. Die DHL-Leute so. Oh, du bist um 13 Uhr noch gar nicht zu Hause. Dann komme ich morgen einfach wieder. Auch um 13 Uhr. Weil ich ja dann schon weiß, dass du dann auch wieder nicht da bist. Weil ich ja sehe, dass du wahrscheinlich 13 Uhr noch nicht zu Hause bist. Also komme ich ja um 13 Uhr morgen wieder, damit ich dich auch wieder nicht antreffe. Und die fiese Fresse dabei so richtig. Das ist DHL, nein, DHL Beste. Ich kann über DHL wirklich nichts Böses sagen. Das mache ich nicht. Wünsch der Gruppe gefälligst frohe Weihnachten, dann bist du der Erste. Die interessiert das aber nicht. Und dann dissen die mich wieder in den Kommentaren. Deine Mutter disst dich, ich hoffe, dein Baum brennt ab. Immer fliegende Stühle. Hier auch Selal, nochmal Shiny Capuno dabei. Sören hier mit dem 100er Pet Sneef. Einfacher Tausch, 100er Schnäppke, Shiny Schnäppke, Pet Sneef Wild. Dann meine Größe, meine Statur. Vor Weihnachten Puma, nach Weihnachten Pumba. Also bei uns nicht so. Ich bin das ganze Jahr über Pumba. So, Genaya hier noch Shiny Schneebedeck. Shiny Flampion. 100er Flampion. Vielen Dank für die Raids. Shiny Kyurem. Danke für die Raids. Shiny Botogel. Margo FedEx. 100er Pet Sneef. Chevy 100er Pet Sneef. Chevy 100er Schneebedeck. Chevy Schnäppke. Chevy Plinfer. Ei Scorpions, das finde ich schön, einfach bei der Tauschsession dabei, ohne Lucky, einfach 100% Trattini bekommen, durchs Tauschen, warum nicht. Luigi Sarada, Raids für Zuschauer an Weihnachten bekommen, denn da habe ich am 24. bis Pupsi kam, noch mit euch geradet und er hat einfach das Shiny an Weihnachten bekommen, war ein sehr schönes Geschenk natürlich. Jetzt, oh mein Gott, jetzt der Schocker der Woche, guckt ihr das an, das King Malat. Mit Papa tauschen lohnt sich, auch wenn es kein großer Brocken bis jetzt ist. Da wird ein bisschen getauscht, dann kommt plötzlich ein random Kaumalat rum mit 100% Lucky, als wäre das nicht fett genug. Mama hat sich heute richtig gegönnt, aber Papa und ich haben auch einen Shiny bekommen, leider aber kein 100. Also, nachdem die da rumgetauscht haben und so weiter, ging es direkt los. Da wurde aus dem Raid ein 100% Shiny gezogen bei der Mama. Richtig brutal und dann, anstatt das abreißt, diese Glücksstrede, siehst du das noch? Ein 100% Glücks-Kyurem, schon wieder Glücks, schon wieder was mit Kyurem, schon wieder was mit 100. Und der ganze Text lautet, ach du meine Güte, mein letztes Shiny war vor 2 Tagen noch ein Gala Makabaya aus Dänemark. Das ist 4 Monate her. Dann kriege ich gestern tatsächlich dieses 100er Glücks-Kaumalat mit Papa und nun mache ich den Spezialtausch mit Mama und dann kommt direkt heute das da raus. War ein ganz normaler Tausch, kein Glückstausch oder sonst was, so wie bei deinem Regirock. Was ein Riesenglück mit Kyurem und generell Lucky Trades. Hashtag Raidam Mittwoch. Das war's von meiner Seite aus. Nein. Ich fand das, es wirkt so schon richtig toll und diese ganze Geschichte dazu, aber ich habe es trotzdem nicht als Schocker der Woche mit reingenommen, weil es sind ja 3 verschiedene Sachen sozusagen. Ja? Es ist ja hier ein Tausch und dann hier ist es ein Tausch und hier ist es so halt. Ne? Deswegen machen wir schnell weiter, finde ich trotzdem aber cool, denn beim Flexmann, der hat nämlich die 4 Pro Limos gewonnen, dem habe ich das Paket geschickt und wie ihr seht, große Freude im Hause Flexmann, der Gewinn aus der 4 Pro Verlosung ist da, Dankeschön, zack, da auch noch mit ein paar Plus-Karten dabei und da kann jetzt reichlich 4 Pro getrunken werden. Leon Ted sollte hier nochmal mit dem Shiny Pikachu plus Shiny Sandern, Shiny Schneebedeck, Lolo Polo, das hätte ich eigentlich gar nicht mit reingenommen, weil es ja so ein C-Day Shiny in dem Sinne ist. Aber
für Raid am Mittwoch. Und das Herzchen, das fand ich so süß, da habe ich es halt doch mit reingenommen. Elke zeigt uns ihre Shinies der letzten Woche. Haben wir jetzt alles heute schon häufiger gesehen. Hier könnte sie natürlich ein 100er Gala Gladi erlösen. Macht man aber wahrscheinlich nicht. Und hier zeigt sie uns ihre 98er aus der letzten Woche. Das, was immer der Bockwurst King gemacht hat, immer die 98er geschickt, weil der eigentlich immer nur 98er bekommen hat. Jetzt vom Bockwurst King so gut wie nichts mehr kommt. Oder wenn, dann habe ich es mal nicht mehr mit reingenommen, wenn es was anderes war. Ich wollte da wegkommen. Aber Elke setzt irgendwie dieses 98er plötzlich fort und schickt mir bewusst 98er. Habe ich es mal mit reingenommen. Thomas Speck hier auch. 100% Schnäppke aus dem Glückstausch. Lennart, Shiny Weberak. Lennart, Shiny Slimer. Krypto, Benjamin Engel. Das oben ignorieren wir mal. Ist nicht so spektakulär. Für ihn natürlich sehr toll. Alle raiden dafür. Ich hol's mir aus der Kampfliga. Hat hier also aus der Kampfliga auch ein Shiny Juren bekommen. Musste nicht raiden. Kriegst du auch einfach so. Thomas Bow hier. Mit dem 100% Glücks Sakyan. Auch dabei. Thomas Bow mit dem 100er Arctip. Boba Mo, da hat sich der Durchbruch doch mal gelohnt. Auch hier Shiny Kabuno, auch recht gute IV. Zwar nicht gut, aber das Shiny ist schon mal safe. Auch hier Shiny Kyurem dabei. Hier nochmal 100er Pandimos in der Gala-Edition. Da hat sich das Warten ja mal gelohnt. Ne? Ihr seht, ich habe erst gedacht, das ist richtig krass, aber das haben so viele Leute jetzt bekommen. Dem kleinen Bärchen ist wohl kalt. Immer noch Boba Mo. Und hübsch, hübsch, Boba Mo. Und sie verfolgen mich, Boba Mo. Und dem Kleinen ist kalt. Ja, irgendwie ist wahrscheinlich jedem kalt. Boba Mo. Und nochmal Boba Mo. Leider immer noch kein Shiny. Aber 100er Pandi habe ich zum Beispiel auch nicht. Brainy, das Gotcha hat wieder zugeschlagen. 100% Gelatini. Und hier aus der Bidiza Forschung auf dem kleinen Account. 100% Bidiza Brainy. Hui, beim Kleinen. Schon wieder Pandi Moskala. Schon wieder 100er. Also, Jewel, das dürfte das letzte Foto sein. Frisch von heute, noch reingeschmissen, nochmal Shiny Glaziola mit Kostüm, was ja der Kesto gewonnen hat. Das sind alle Bilder. Jetzt kommt der richtige Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt vom André, denn der hat 2 12-Kilometer-Eier gebrütet, gleichzeitig. Beide Male war ein Shiny Skalyk drin. Das finde ich irgendwie total cool. Kannst du ja in dem Sinne nur brüten oder den Rest habe ich vergessen, wo man das sonst herbekam. Würde das gerne für Raider Mittwoch einsenden. Das ist das erste Mal, dass ich vom André was habe. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wirklich, er zeigt das hier nochmal an. Hier ist Skalyk 720, 680. Beide Alter 0 am gleichen Tag bekommen. Und hier auch im Tagebuch seht ihr, die gingen wirklich gleichzeitig auf. Also 7.25 Uhr sind beide 12er Eier aufgegangen. Und da das da gleiche Pokémon drin sind, ist ja schon mal was Besonderes. Dass da überhaupt ein Shiny rauskommt, ist was Besonderes. Dass aber zwei Shinies rauskommen und das auch noch als dasselbe Pokémon und dann auch noch Skalyk. Meiner Meinung nach trotzdem ein selteneres Shiny mit und dann gleich zwei auf einmal hinterher aus dem 12-Kilometer-Ei direkt zur selben. Das ist für mich der Schocker der Woche, eindeutig. Der Schocker der Woche. Wie findet ihr das? Hat euch Spaß gemacht? Habt ihr auch was Cooles gefangen? Könnt ihr mir das immer senden, kann ich das immer hier reinpacken. Ich sortiere mal fleißig aus, dass ich so um die 100 Bilder habe, mehr nicht. Und würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder in der Raid Mania. Wenn ihr mich einladet für Kyurem und wer niemanden hat, der checkt bitte die Raid-Gruppe aus, dass ihr heute Abend nicht alleine dasteht. Und ansonsten Peace out, vorhaut, euer Ramses.